Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schon wieder ist ein Wochenende rum und wir sind da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags freie Themennacht, offene Runde. Wenn ihr also gerne hier anrufen wollt und mit mir sprechen möchtet, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 17 Jahre alt und heißt Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Ja, soll ich einfach mal loslegen und erzählen? Ich frage ganz einfach mal, weswegen du mich angerufen hast. Genau, also ich fange einfach mal an. Ich bin seit einem Monat im Heim, in einem ganz normalen Heim für Jugendliche. Mhm. Ja, und... Wie kam es denn, dass du da in dieses Heim reingingst oder musstest oder wolltest? Ja, also ich bin ins Heim gekommen, weil meine Mutter mich geschlagen, eingesperrt und überhaupt gedemütigt hat. Also eingesperrt meine ich damit. Sie hat wirklich Zimmertüren abgeschlossen. Ich durfte kein Fenster öffnen. Sie hat mir halt alles genommen, was mich mit der Außenwelt verbindet halt. Mhm. Ja, und wie lange ging das denn? Bitte? Wie lange hat deine Mutter das denn mit dir gemacht? Also wir hatten schon immer Probleme. Also es ging wirklich 17 Jahre lang. Also ich weiß jetzt, natürlich kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich noch klein war. Aber soweit ich denken kann, hatten wir Probleme. Und es wurde halt immer von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Hat sie dich auch geschlagen? Geschlagen hat sie mich, gedemütigt, halt auch beleidigt, halt mir auch immer gesagt, dass ich eigentlich nie was zustande bringe und solche Sachen halt. Ja. Bist du denn das einzige Kind deiner Mutter? Nee, ich habe meine Schwester und um die geht es eigentlich auch. Wie alt ist die? Die ist 11 Jahre alt. Mhm. Und habt ihr, deine Schwester und du, habt ihr alleine mit eurer Mutter gewohnt oder gibt es auch noch einen Vater in der Familie? Nee, mein Vater, der ist alkoholkrank und mit dem durfte ich auch keinen Kontakt haben, halt, weil er auch schon mehrere Male im Gefängnis saß und so. Ach so, da hatte ich auch jahrelang keinen Kontakt zu, außer mal zwischendurch mal so. Mhm. Ja, aber das war dann meistens heimlich. Und so, das heißt, jetzt vor einem Monat bist du freiwillig ins Heim gegangen. Genau, also ich habe mich dann nach 17 Jahren halt getraut, irgendwie mal zum Jugendamt zu gehen. Mhm. Ja, und die haben mir auch weitergeholfen halt und ich habe mich halt getraut, auch weil ich meinen Freund hatte. Ich hatte den halt so im Rücken und der hat mir halt, der stand mir bei und dann habe ich mich einfach mehr getraut, weil ich dachte, da ist jemand, der ist halt für mich da. Ja, so. Das heißt, du fühlst dich jetzt im Moment viel, viel wohler als all die vielen Jahre vorher zu Hause. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht eigentlich auch um deine kleine Schwester bei deinem Telefonat hier mit mir. Warum? Ja, also meine Mutter, die verbietet halt den Kontakt, oder was heißt verbietet, unterbindet den halt irgendwie, indem ich halt ihr Post schicke, die kommt nicht an. Ich fahre nach Hause sozusagen, gehe das Risiko ein, meine Mutter halt auch zu sehen und so, um ihr Geschenke vorbeizubringen. Meine Schwester steht dann vor mir und sagt halt einfach, nee Sandra, ich möchte die Geschenke nicht haben sozusagen. Also und das hört man nicht von einer Elfjährigen, also von einem elfjährigen Mädchen und so. Und ich weiß, dass meine Schwester mich auch abgöttig liebt und so. Und ich finde es einfach schade, dass ich so wenig Kontakt zu meiner Schwester haben kann irgendwie, weil meine Mutter da so zwischentreibt. Ja, also der Kontakt zwischen dir und deiner Mutter ist quasi auf einem Nullpunkt mittlerweile. Genau, also ich möchte mit meiner Mutter nie wieder was zu tun haben. Und war die auch sauer auf dich? Ja, wahrscheinlich schon, ne, dass du dich beim Jugendamt gemeldet hast. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das hat natürlich die Sachlage alles noch viel, viel verschlimmert, aber es ging halt einfach nicht mehr. Ich bin halt auch zum Gericht gegangen, ich habe eine Vormundschaft eingeklagt. Meine Mutter ist jetzt noch auf Probe erziehungsberechtigt, aber ich habe jetzt schon wieder, also nochmal eine Vormundschaft eingeklagt und jetzt wird das wohl auch also so gemacht. Vormundschaft einklagen heißt, erklär's mal. Ja, dass ich halt einen anderen Erziehungsberechtigten bekomme. Also jemand Neutrales, wahrscheinlich vom Jugendamt, sowas. Wobei du ihn ja gar nicht mehr lange brauchst, bald bist du 18 und dann bist du deine eigene Frau. Ja, aber jetzt für die Zeit noch, weil ich krieg halt Probleme auch mit dem Arbeitsplatz. Ich hatte zum Beispiel eine Ausbildung als Hotelfachfrau. Ja. Ja, die hatte ich halt verloren, weil meine Mutter im Hotel halt Terror gemacht hat, die ganze Lebensgeschichte da von uns da auf den Tisch gelegt hat und halt unter den Verhältnissen wollte mein Ausbilder das halt nicht und jetzt habe ich die Ausbildung verloren. Das ist ja wirklich sehr schlimm, was du erzählst. Gab es denn früher mal, als du klein warst, nicht mal so eine gewisse Zeit zumindest, wo das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter etwas besser war oder gar innig war?
vereinzelt, also innig bestimmt nicht, aber mal auf jeden Fall, es gab Zeiten, die gut waren und auf jeden Fall, es gab auch Zeiten, mit der ich mich mit meiner Mutter gut verstanden habe, aber im Großen und Ganzen nicht. Bitte? Im Großen und Ganzen eben nicht. Nee. Wie erklärst du dir das, dass sie so sich so gegen dich gestellt hat in all den Jahren? Ja, es ging sich halt immer um Kleinigkeiten irgendwie. Also ich war eigentlich nie, muss ich von mir selber sagen, nie so richtig schwierig. Also ich weiß es nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass meine Mutter so ein großes Problem mit meinem Vater hat, halt auch Angst vor ihm hat. Mhm. Weil mein Vater hat ihr jahrelang Sachen angedroht, wirklich, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Achso, und das ist dann quasi weiter, dass sie ihre Angst dann weitergeleitet hat auf dich, genau, und hat dich ungerecht behandelt. Genau, sie hat das Gesicht von meinem Vater an mir gesehen sozusagen. Mhm. Dachte vielleicht, nee, das Kind irgendwie, das kann ich nicht nehmen, irgendwie so, weiß ich nicht. Wie ist das denn mit der kleinen Schwester? Behandelt deine Mutter die kleine Schwester genau so, wie sie dich behandelt hat? Dazu muss ich sagen, wir haben nicht den gleichen Vater. Mhm. Also meine kleine Schwester, die hat es eigentlich da ein bisschen besser so, obwohl es gibt auch Zeiten, da macht meine Schwester auch eine Menge mit. Mhm. Aber dir sind natürlich jetzt die Hände gebunden. Wenn deine Mutter den Kontakt unterbindet, glaube ich, gibt es auch gar keine, soweit ich weiß, würde mir vorstellen kann, gar keine rechtliche Handhabe für dich, Kontakt zur kleinen Schwester aufnehmen zu können. Das heißt, du musst dich mit dem abfinden, bis deine Schwester in einigen Jahren, und das ist ja noch lange hin, selbst entscheidet, mit wem sie Kontakt haben möchte. Ja. Das ist schon traurig. Auf jeden Fall ist das total traurig. Da gibt's noch meine Oma und mein Opa. Ja, die haben halt gesagt, also die liegen mir auch sehr am Herzen, die beiden. Mhm. So, und weil ich halt mit meiner Mutter vor Gericht war, hatten die mich irgendwann angerufen, halt mich erstmal richtig fertig gemacht so und halt gesagt, wer mit unserer Tochter vor Gericht geht, also mit denen möchten wir nicht zu tun haben, egal ob die in der Familie sind oder nicht. Ja, und die habe ich dann jetzt auch sozusagen verloren und die lagen mir auch sehr am Herzen. Das heißt, also, da ist ein ganzer Teil der Familie weggebrochen. Ja, ich habe fast gar keinen mehr, eigentlich überhaupt keinen mehr. Also ich habe jetzt glücklicherweise mit meinem Vater mal Kontakt aufgenommen, obwohl er natürlich ein schlechter Umgang natürlich ist. Aber halt, ich versuche noch ein bisschen aus, er ist ja Alkoholiker, ein bisschen aus aus der Misere, aus dem... Ja, genau, aus der Misere rauszuholen. Ja, das wird schwer. Das ist natürlich schwierig, aber ich versuche es halt. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du durch diese ganzen Turbulenzen und das Verhalten deiner Mutter auch noch deinen Ausbildungsplatz verloren hast. Wie geht das jetzt weiter? Planst du irgendwie was Neues anzufangen? Oder ich mache im Moment Praktikum in einem Altenpflegeheim und da möchte ich dann auch irgendwie vermittelt werden an eine Schule. Mhm. Dass ich da irgendwie was machen kann. Ja, also, aber weißt du, was ich schon erstaunlich finde, dass du nach so vielen Jahren des Unwohlseins bei deiner Mutter und auch so kurz vor deiner Volljährigkeit dann doch nochmal quasi für dich so auf den Tisch gehauen hast und hast gesagt, ich kann nicht mehr, das Maß ist voll, ich will weg. Und wenn es nur noch um ein Jahr jetzt geht. Das ging einfach nicht mehr. Ja, also ich hätte das schon viel, viel früher machen sollen, aber es kam halt noch dazu, ich habe meinen Freund kennengelernt, mit dem bin ich jetzt auch schon seit 2 Jahren zusammen und der stand einfach zu mir, also ich hatte einfach jemanden, ich hatte ja jahrelang niemanden, zu dem ich gehen konnte. Das war der Rückhalt für die ganze Aktion, ne? Genau, ist einfach so. Ja, aber trotzdem, da gehört auch immer dennoch sehr viel Mut auch zu und den scheinst du ja zu haben. Ja, mir ging es auf jeden Fall sehr schlecht dabei, das muss ich auch sagen. Glaube ich. Aber das, ich meine, wenn man sowas so eigenständig durchgezogen hat, ist das, glaube ich, auch schon eine ganz gute Grundlage, sich weiter durchzubeißen. Ja, überhaupt, der ganze Weg bis hier ins Heim, das war schon eine Menge. Also 3 Monate lang habe ich bei Freunden, bei Familie von Freunden gelebt. Also ich war sozusagen obdachlos. Mhm. Also 3 Monate musste ich mich richtig durchschlagen. Ich hatte kein Geld, gar nichts. Also weißt du, Sandra, ganz viele in deinem Alter, ich will mal fast sagen, die meisten, oder wir sagen mal ganz, ganz, ganz viele, die sitzen noch in Watte verpackt zu Hause, in deinem Alter. Ne? Und die haben noch gar nichts vom Leben mitgekriegt und haben auf keinen Fall sich selbst richtig durchbeißen müssen. Du hast es schon gemusst. Und das finde ich für dich, wenn es auch alles traurig war, zumindest insofern eine gute Lebenserfahrung, dass dich das auch etwas gestärkt hat für alle weiteren Dinge, die vor dir liegen. Das finde ich gut. Ja. Und du wirkst ja auch alles andere als ängstlich und zurückhaltend und so weiter. So, von der Stimme meine ich, wie ich es mit dir gesprochen habe. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, eins möchte ich noch sagen, so jetzt, wenn ich schon mal so im Fernsehen bin, möchte ich auf jeden Fall mich bei meinem Freund bedanken, der immer zu mir gestanden hat. Ja, wie heißt der denn mit Vornamen? Daniel. Der Daniel, hört er zu gerade? Ich habe ihn gerade nicht mehr erreicht, aber ich glaube nicht.
Ach ja, egal. Auf jeden Fall grüße ich ihn dann auch ganz herzlich hier von hier aus. Ja, okay. Liebe Sandra, also wie auch immer sich das entwickelt, ich hoffe, dass sich vielleicht doch irgendeine Möglichkeit ergibt, dass du mit deiner kleinen Schwester in Kontakt bleibst, wenn auch nicht ja, so oft. Aber auf jeden Fall irgendwie, dass es läuft. Und die zweite Sache ist, ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen, dass du so beruflich aus dem Pötten kommst. Ja, das hoffe ich. Ich will sowieso in einem Jahr, in einem Jahr, wenn ich die einjährige Ausbildung fertig habe, die ich hoffentlich jetzt bald bekomme, ich auf jeden Fall auswandern nach Amerika. Nach Amerika, naja. Das sind ja ganz große Pläne. Ja. Eins nach dem anderen, würde ich erstmal sagen. Ja. Liebe Sandra, alles Liebe, alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt ganz einfach diese Nummer oder mailt domian@wdr.de in die Mail immer auch eure Telefonnummer schreiben, damit wir euch zurückrufen können. Weiter geht es mit der Sandra und die Sandra ist 34. Hallo Sandra. Ja, hallo. Noch eine Sandra. Hallo. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin von meinem Vater jahrelang sexuell missbraucht worden. Mhm. Und mein Vater hat vor 8 Jahren den Kontakt zu mir abgebrochen. Und ich würde ihn ganz gerne heute nochmal kontaktieren. Mhm. In welchem Alter hat der sexuelle Missbrauch stattgefunden bei dir? Ja, ich bin vor 6 Jahren in einer psychosomatischen Kurklinik gewesen und da wurde eine EMDR-Maßnahme durchgeführt. Was heißt das? So mal ganz kurz angesprochen, eine Teilhypnose. Eine was? Eine Teilhypnose. Teilhypnose. Ja, richtig. Mhm. Und dabei ist dann herausgekommen, dass es mit meinem zweiten Lebensjahr angefangen hat. Mhm. Und das letzte Mal war es dann mit 16. Und daran kannst du dich natürlich erinnern, an die... Ja, an die Jahre, ab 6 Jahre, ja. Mhm. Das heißt, das hat die ganze Kindheit und die ganze Jugend stattgefunden? Ja, richtig, genau. Mhm. Immer im Haus der Eltern? Ja, in der Wohnung? Ja, im Haus der Eltern. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch 2 weitere Geschwister. Mädels? Ich habe noch eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Weißt du, ob dein Vater das mit der jüngeren Schwester auch gemacht hat? Ja. Aber das war erst, nachdem sie aus dem Haus war. Nachdem sie aus dem Haus war? Mhm. Wie alt war sie denn da? Schätzungsweise, ich bin mit 16 aus dem Haus gegangen. Ich habe meine Ausbildung damals weiter weggemacht, sodass ich also keinen Kontakt mehr hatte. Beziehungsweise meine Eltern haben sich nachher auch scheiden lassen. Und meine Schwester, die hat mit 19 ein Kind bekommen und ist dann im Mutter-Kindheim gewesen mit diesem Jungen, der heute auch wohl nicht mehr bei ihr lebt. Der ist also auch in einer Pflegefamilie gekommen. Und du meinst, der Vater dieses Kindes ist euer Vater? Nein, das ist nicht so. Aber ich weiß, also ich habe damals mal mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie sagte also, dass es damals zu der Zeit war, wo sie im Mutter-Kindheim war, dass er ihr also 50 D-Mark angeboten hat, wenn sie dann mal was täte. Da war sie 19 Jahre alt? Ja. Hat sie es gemacht? Ich glaube schon, ja. Also sie hat es nicht wirklich bejaht, aber anhand der Reaktion konnte ich das erahnen. Kannst du das annähernd nachvollziehen, dass sie in dem Alter dann noch darauf eingegangen ist? Nein, eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Vielleicht ist aber vorher auch schon was passiert. Wobei meine Schwester nie ihr Alter entsprach. Mhm. Sie hat natürlich auch sehr viel mitbekommen. Wir hatten also eine sehr jähzornige Mutter, die immer sehr viel geprügelt hat, draufgehauen hat, ganz, ganz schlimme Sachen gesagt hat, uns immer gedemütigt hat. Mhm. Und ich bin die Älteste gewesen, habe das eigentlich an mir vorbeigehen lassen. Glaubst du denn, dass die Mutter Bescheid wusste? Sie meint, dass es nicht wusste und das glaube ich ja eigentlich auch schon, ja, wobei... Sie sagt, sie hat es nicht gewusst? Sie hat das nicht gewusst. Du hast mit ihr darüber gesprochen? Ich habe nachher mit ihr darüber gesprochen. Ist denn dein Vater ist nicht angezeigt worden? Nein, mein Vater ist nicht angezeigt worden. Der Bruder von meinem Vater, also mein Onkel, der hat mich mit 13 vergewaltigt. Und die wussten aber nichts voneinander und es ist damals herausgekommen, als ich dann kurz nach der Vergewaltigung meine Periode auch bekam und
ich habe das dann irgendwann mal meiner Mutter erzählt, so beim Putzen und ja, und habe dann so nachher so Stück für Stück das dann auch von meinem Vater erzählt, wobei ich dann sagen muss, war mein Vater auch schon wieder aus dem Haus, weil meine Eltern sich dann haben scheiden lassen. Mhm. So, jetzt hast du gerade am Anfang des Gespräches gesagt, dass du 8 Jahre keinen Kontakt mit dem Vater hattest. Er hat keinen Kontakt zu mir mehr. Er hat den Kontakt zu mir abgebrochen vor 8 Jahren. Warum hast nicht du ihn abgebrochen? Weil ich meinen Vater liebe. Ich kann es mir selber nicht erklären, aber... Liebe, du willst das Wort Liebe? Du benutzt das Wort Liebe? Ja, weil dadurch, dass ich schon eine schlechte Kindheit hatte, auch anseits meiner Mutter, das, was meine Mutter mir angetan hat, schlimmer empfand als das, was mein Vater mir angetan hat. Aber dein Vater, ich frage es jetzt nochmal, damit das ganz klar auch ist, hat dich ja deine ganze Kindheit und deine Jugend über zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Richtig. Das heißt, dein Vater hat mit dir geschlafen? Ja, so weit ist es nie gekommen, aber er hat mich halt eben schon... ja, genötigt. Aber es gab intensive sexuelle Handlungen, nennen wir es genau. So. Mhm. Mhm. Ja. Wieso hat er den Kontakt mit dir beendet? Ja, also darüber gesprochen habe ich ja mit ihm bisher noch nicht, aber meine Vermutung ist es einfach, dass er Angst hatte, dass ich ihn irgendwann überlegener werde und vielleicht diese ganze Geschichte mal hinterfrage und er mir einfach keine Antwort drauf geben kann, weil er sich vielleicht auch selber schämt. Oder vielleicht auch sogar die Angst vor rechtlichen Konsequenzen, juristischen Konsequenzen? Ja, glaube ich eher nicht. Weil er damit gar nicht rechnet, dass du das tun würdest. Denke ich, ja. Mich schockiert natürlich im ersten Moment die Formulierung von dir. Du sagst, ich liebe meinen Vater, der mich meine ganze Kindheit über sexuell missbraucht hat. Das wird man wahrscheinlich psychologisch einordnen können, warum das so ist. Dennoch ist die erste Reaktion natürlich erstmal bei dir wahrscheinlich auch, dass es dich ja auch befremdet, ne? Ja, dass das so ist. Vielleicht meint hier Liebe auch etwas anderes, als man hinlänglich darunter versteht. Das kann ja auch sein. Ja, die Psychologen nennen das auch Co-Abhängigkeit. Bist du denn in psychologischer Behandlung schon gewesen oder bist du es noch? Ich bin nicht mehr in psychologischer Behandlung. Ich war das 3 Jahre lang. Genau, du hast von der Hypnosetherapie ja erzählt. Genau. Mhm. Und in dieser Therapie, in der du warst, wurde auch über den Missbrauch gesprochen? Ja. Mhm. Ja. Der wurde da aufgearbeitet und es war natürlich auch ein hartes Stück Arbeit, 3 Monate erstmal eine Vorbereitung mit Imaginationsübung und... Meinst du denn, dass die Sache, was immer das auch immer bedeuten mag, aufgearbeitet ist? Insofern schon, dass ich das heute mit meinem jetzigen Verstand erzählen kann und auch verarbeiten kann. Vergessen kann man das natürlich nie, wobei es natürlich auch immer irgendwelche Situationen gibt, wenn man mal halt eben unterwegs ist und da kommen schon mal irgendwelche Männer, ne, man trinkt ein Bier und meinen da irgendwelche Freifahrtscheine haben zu müssen oder so, es dann doch Situationen gibt, wo ich dann schon ziemlich hysterisch auch reagieren kann. Ja. Was versprichst du dir jetzt von einem Kontakt, einer Konfrontation mit ihm? Ja, also darauf gestoßen bin ich, dass vor 2 Jahren geheißen hat, dass mein Vater schwer krank sei, angeblich im Sterben lag. Das erwies sich aber nachher als ein Gerücht und mich also seitdem so ein bisschen das Gefühl nicht mehr loslässt, nochmal eine Aussprache mit ihm haben zu wollen. Das heißt, letztendlich steckt vielleicht auch die Sehnsucht dahinter, endlich mal das Warum auszusprechen. Wobei ich denke, dass ich da keine Antwort drauf bekommen werde, weil ich denke schon, dass mein Vater selber nicht weiß, warum. Aber ich möchte Ihnen schon sagen, du, ich hasse dich dafür, was du getan hast. Ja. Gleichzeitig ist da aber auch ein Gefühl der Liebe. Ja. Aber ich werde dir das nie vergessen, aber ich kann dir verzeihen. Mhm. Also der Wunsch der Konfrontation, auch ihn zu konfrontieren mit seiner Schuld, dieses zu kombinieren mit diesem wahnsinnigen Satz, den du gerade gesagt hast, ich vergebe dir. Was hält dich davon ab, jetzt den Kontakt zu suchen?
Ja, erstmal die Angst. Die Angst, wie reagiert er? Er könnte wieder ablehnend reagieren. Überhaupt, dass er dich gar nicht an ihn heranlässt? Das denke ich eher nicht. Ich denke eher, dass wir ein Treffen ausmachen und er gar nicht erst erscheint. Ja. Ja, was mich eigentlich davon abhält, ist mehr oder weniger der Freundeskreis, beziehungsweise, ja, ich habe schon einen großen Freundeskreis, aber nicht jeder davon weiß, was mir widerfahren ist. Mhm. Aber ich habe halt eben eine sehr enge Freundin und ich lebe auch mit einer Frau zusammen. Mhm. Und ich hatte da mal mit ihr drüber gesprochen und die kann das also überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja, und da hält mich natürlich so ein bisschen auch was von ab. Und ich weiß halt eben nicht, weil ich weiß schon, dass es eigentlich krank ist. Ich weiß, dass es krank ist von mir, da überhaupt die Gedanken zu haben, diesen Menschen zu kontaktieren und wiederum... Ich weiß es nicht, Sandra. Also es gibt durchaus etwas in mir, das meint, das nachvollziehen zu können. Mhm. Dass du sagst, ich will. Und wenn ich... dass du dem das so sagst, wie du es mir gerade auch gesagt hast. Mhm. Also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man so einen Wunsch hat. Ich würde an deiner Stelle nur, weil da ja wahrscheinlich ein Riesengebirge in dir sich aufgetürmt hat an Schwierigkeiten durch diese vielen langen Jahre. Mhm. Wenn du das machst, dann mach es doch in Abstimmung oder mit Begleitung, also nicht in direkter Begleitung, aber vorher und nachher, ja, mit einem Psychologen, dass du es vorher besprichst, dass du danach einen direkten Ansprechpartner hast, dass du nicht komplett zusammenkrachst, beispielsweise, mhm, dass du dich vorher mit einem Fachmann aufbaust für die ganze Sache. Mhm. Dass der auch nochmal, dass du vielleicht intensiv mit einem fachkundigen Menschen darüber sprichst und dass der auch dann vielleicht auch zu dir sagt, okay, das ist gut, wenn sie das so wollen, dann machen sie das jetzt. Ja. Und du dann aber auch hinterher jemanden hast, wo du sofort hingehen kannst. Diese Aufgabe wird deine Freundin bei aller Liebe, die sie für dich empfindet, gar nicht leisten können. Nein, kann sie auch nicht. Mhm. Also ich würde so von meiner Intuition her sagen, ja, wenn das in dir so entstanden ist, dieser Wunsch, mhm, finde ich respektabel. Aber mach es in Begleitung eines Psychologen, eines Therapeuten, eines Arztes. Ja, wenn es dann genehmigt wird. Ja, das ist natürlich jetzt die zweite Frage. Ich würde dich aber auch jetzt sehr gerne noch weiterleiten an meine Psychologin, mhm, an die Simone, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Einmal wird sie dir ihre Einschätzung sagen und sie wird dir vielleicht auch sagen, wie man vielleicht so eine relativ kurzzeitige Begleitung vielleicht auch organisieren kann. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Angebote. Mhm. Ja, ja, liebe Sandra, dann legst du bitte auf und Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Das ist nett. Und ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Das wünsche ich dir auch und vielen Dank, ja? Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Morgen Nacht, liebe Freunde, ist Themennacht bei uns. Und morgen heißt, morgen geht es um das Telefon. Ihr seid hier in einer Telefon-Talkshow und morgen geht es um das Telefon. Das Thema morgen heißt, dieses Telefongespräch vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch reden über schöne, über dramatische, schockierende oder auch verrückte Dinge, die man euch mal irgendwann am Telefon mitgeteilt hat. Das kann eine Todesnachricht sein, das kann eine Trennung sein, ein Lottogewinn, eine Erbschaft, eine Belästigung und. Alles Mögliche kann ja über das Telefon transportiert werden und mitgeteilt werden. Gibt es in eurem Leben ein Telefongespräch, an das ihr euch wirklich sehr intensiv erinnert, das für euch etwas ganz, ganz Besonderes war, vielleicht sogar so eine Weichenstellung in eurem Leben ausgelöst hat? Dass ihr sagt, dieses Telefongespräch war so intensiv, im positiven oder negativen Sinne, das vergesse ich niemals. Das ist unser Thema morgen, dieses Telefongespräch vergesse ich nie. Wenn ihr mitmachen wollt, der übliche Weg, ihr mailt ganz einfach rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ihr ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an, ab 0 Uhr. 0 Uhr sind unsere Leitungen hier geschaltet und die Kollegen nehmen dann eure Anrufe auch entgegen. Hier ist Ralf. Ralf ist 44. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's? Ich habe eigentlich ein Problem mit einer Frau, wo ich meine, dass das schon für mich so eine Suchtbeziehung ist. Mhm. Erzähl. Also ich habe die Frau vor einem halben Jahr im Privatchat mal kennengelernt. Mhm. Und haben dann erstmal telefoniert, dann haben wir uns auch mal in der Diskothek getroffen.
Habt ihr dann auch gesagt, wie ich gelagert bin? Also ich stehe, sage ich jetzt mal, auf SM und Fetisch. Mhm. Was für ein Fetisch? Ja, ich habe so mehr diese devote Rolle, ja. Spiele ich. Ja. Hab sie dann auch nicht mehr damit bedrängt. Ich lebe das schon Jahre aus eigentlich. Ja. Mit 2 Jahren jetzt Pause gehabt und hab sie also, wie gesagt, auch nicht bedrängt. Aber sie hat doch da schon irgendwo so diese Lunte gerochen. Und ich habe auch gemerkt, so in ihr, dass sie so dieses Dominante hat. Mhm. Wie alt ist die Schöne? Die ist 40. 40. Ja. Passt ja. Ja, passt. Vom Alter. Ja, vom Alter her. Aber sie ist in einer Beziehung. Mhm. Sie ist also liiert mit jemandem, der ist, also sie sind jetzt 11 Jahre zusammen. Mhm. Der wusste auch von vornherein, dass wir eine Beziehung haben. Achso, der ist eingeweiht. Ja. Kurze Zwischenfrage, ich gehe davon aus, dass du sonst keine Beziehung hast. Nein, ich habe selber keine Beziehung. Ja. Mhm. So, der Typ ist eingeweiht und hat das erstmal so geduldet, oder wie? Der hat es erstmal so geduldet. Also der hat dann, wie gesagt, so wie sie mir erzählte, schläft er immer noch weiterhin auf der Couch. Also die Beziehung war schon wohl vorher kaputt gewesen, seit einem Jahr. Mhm. Wie gesagt, wir haben uns dann im Chat kennengelernt und dann nach 3 Monaten ging das kurzfristig mal auseinander. Mhm. Dann hat sie jemand anders kennengelernt, aber rief mich dann hinterher nach einer Woche später wieder an und sagte immer, Ralf, können wir uns nicht nochmal treffen und so. Mhm. Ich habe totales Verlangen nach dir. Mhm. So, und das heißt, ihr habt sehr, sehr intensive sexuelle Erlebnisse. Ja, genau. In deinem Sinne, dass du deine devote Rolle ausleben kannst und sie es ja, nicht nur dieses Devote, ne? Also auch diesen ganz normalen Sex, kein Blümchensex. Also ich mag das schon, sage ich jetzt mal. Bei euch geht's zur Sache. Bei uns geht's zur Sache, ja. So kann man sagen. Und, ja. Und das hat sie immer fasziniert, weil ja. Sie sagte, das hat sie in ihren ganzen Beziehungen nie gehabt, mhm. Konnte sie auch nie richtig ausleben. So weit, so gut eigentlich erstmal für dich. Ja. Nicht so ganz gut, weil da ist ja noch ein Partner im Spiel. Aber was ist so das hauptaktuelle Problem? Ich weiß, also sie will es nochmal mit ihrem Partner versuchen. Ach so. Das heißt, sie hat sich jetzt zurückgezogen, oder? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, genau. Also Wurde denn klar von ihr gesagt, pass mal auf, Ralf, ist alles toll und geil und abgefahren mit dir? Nein, Im Gegenteil. Sie will weiterhin, wir haben das dann hinterher mal aus, sie kannte sich ja in diesem Bereich gar nicht aus, sag ich mal, in diesem SM-Bereich. Also sie will weiter mit dir und auch ihre Beziehung nochmal neu genau, versuchen. Genau. Ach so. Und weiß denn ihr Mann auch, dass das weiterläuft mit dir? Das weiß ich nicht. Also sie sagt wohl, dass er weiß, dass wir weit trotz alledem noch in Kontakt stehen, also SMS schreiben oder telefonieren. Ja. Willst du denn mehr von dieser Frau als nur Sex? Von meiner Seite aus, ja, und auch von ihrer Seite. Wir kommen ja gar nicht voneinander los. Also ich versuche dann immer Schluss zu machen per SMS, wie jetzt am Wochenende oder so. Also das ist ja der Klassiker. Da sind 2 Leute, die haben sich verknallt und der eine ist noch in der Beziehung ja. Und die wackeln hin und her. Ja. Mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Hinzu kommt noch der besondere Aspekt des guten Sex, ja. Der natürlich eine irre Anziehungskraft ausübt. Ja. Und eine irre Macht gegenüber einer alten Beziehung darstellt, ja. wo es alles ausgereizt ist. Ja. Ja, aber was ich aber, wie gesagt, auch nicht verstanden habe, sage ich jetzt mal, sie hatte sich dann ja jemand anders dann nach diesem Vierteljahr, wie wir uns kennengelernt, wieder rangeholt und kam dann nach einer Woche oder so zu mir an und sagte immer, Ralf, das ist nicht das Wahre für mich, ich brauche trotzdem den Sex mit dir. Bist du denn sicher, dass sie wirklich an dir auch als Person und in Liebesdingen interessiert ist? Oder ist sie letztendlich nur scharf auf den Sex mit dir? Auf den sehr ungewöhnlichen Sex mit dir, für sie ungewöhnlichen Sex? Ja, sie kann auch nicht schreiben, sag ich jetzt mal, ich liebe dich oder so. Da muss man sie schon förmlich, sag ich jetzt mal, wenn ich da SMS schreibe oder so mit ihr, darauf hin boxieren. Das kann ja sein. Es könnte ja sein, dass die ihre kuschelige Liebeswelt mit ihrem Partner pflegt ja. und mit dir lässt es krachen. Und die möchte gerne beides haben. Ja,
da, also ich gehe immer davon aus, aber komisch ist nur, wie gesagt, wir wollen uns jetzt am Wochenende wieder treffen, und das diesen SM-Bereich ein bisschen weiter ausweiten. Weil ich habe hier jetzt schon ein paar Handbücher, gibt es ja darüber auch zu lesen und so weiter. Ja, aber ich meine, dadurch verstrickt ihr euch ja immer mehr. Ja, ich weiß. Und das ist du sollst dir die Frage stellen, was will ich von der? Und ich will mehr von ihr, ich weiß auch, dass es definitiv nicht geht, weil sie... Ja, halt, wenn du das definitiv weißt, ja, weißt du es definitiv? Ja. Ja, weißt du es wirklich definitiv? Hat sie das so klar gesagt? Ja, sie hat zu mir definitiv gesagt, Ralf, wir haben von vornherein gesagt, also ich hab dir gesagt vor kurzem, dass ich das nochmal versuchen möchte mit ihm, die Beziehung, weil da steht viel auf dem Spiel, meine Kinder. Ein Gedankenspiel. Wenn sie mit ihrem Mann nicht mehr, oder mit ihrem Freund oder Mann nicht mehr zusammen wäre, ja, wärst du dann der Nächste? Ja. Ja? Ja. Bist du sicher? Hat sie gesagt, ja. Ralf, das ist wirklich die Kardinalsfrage jetzt, wie weit man sich da dann weiter reinhängt von deiner Seite aus. Natürlich, du bist obsessiv, du willst jetzt auch den Sex mit der leben. Und der Sex ist natürlich eine irre Verklammerung auch zwischen euch beiden. Aber ich weiß definitiv... Aber du wirst natürlich immer mehr leiden, wenn sie bei ihrer Position bleibt. Ja, ich weiß das. Also jetzt am Wochenende, ich habe die Hölle durchgemacht, ne? Als sie sich nicht gemeldet hat. Und dann malt man sich ja die dollsten Klar. aus. Und du bist immer in der Position des Bettelnden. Du bist immer in der Position dessen, der nur annehmen kann, was man ihm schenkt. Ja, genau. Und ich meine, wenn du im sexuellen Sinne schon so eine Veranlagung hast, weiß ich ja nicht, ob du im Leben auch so bist. Nee, also im Leben, sage ich jetzt mal, bin ich schon, sage ich jetzt mal, bodenständig und lass mich da nicht unterbuttern. Ne? So, da ist jetzt wirklich die Frage, wie weit du es noch mitmachst. Oder bist du, oder dass du ihr irgendwann sagst, pass mal auf, Mädel, ich kann das nicht. Ich leide da. Mein Leidensgefühl steht nicht im Verhältnis zu den wenigen geilen Stunden Sex, die ich mit dir habe. Ja, wir sehen uns ja, wie gesagt, einmal die Woche samstags abends für ein paar Stunden. Und die restliche Woche sitzt du da und schreibst sie dann morgens SMS oder so, oder wir telefonieren. Ja. Ab 6 Uhr, wenn er von der Arbeit kommt, ist dann Funkstille, dann kommt man zwischendurch eine SMS und... Vielleicht bist du einfach auch nur eine willkommene Abwechslung in ihrer doch sehr ermüdeten Ehegemeinschaft, die wiederum aber auch für sie was Gutes hat, weil es Gemeinsamkeit hat, Vergangenheit hat, Sicherheit, Vertrautheit und so weiter. Ja. Dass sie das vielleicht gar nicht aufgeben will für dich. Nee, das glaube ich schon, weil sie ist ja finanziell auch abgesichert. Ne? Die Frage kann dir kein Mensch beantworten. Das musst du sehen, wie stark der Leidensdruck ist. Und du musst es klug irgendwann abfangen und sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Ich mache nicht noch weiter, weil je weiter ich mache, desto mehr sinke ich. Und desto schlechter geht es mir hinterher. Und desto schwieriger ist es für mich, da rauszukommen. Ja, das hast du zwar auch immer zu mir gesagt, wenn du merkst, dass ich dir nicht gut tue, dann müssen wir es beenden. Ich habe es auch dann versucht, aber sie das kommt hat, dann... Moment, das hat sie schon zu dir gesagt? Ja, ja. Aber dann siehst du ja schon, wie die Rollenverhältnisse, wie klar die sind. Ja. Dass die da ganz souverän sagt, pass mal auf, Kleiner. Wenn es dir zu weh tut, dann geh. Wie stehst du denn da? Ja, klar. Im Moment. Das heißt, für sie wäre das gar nicht so dramatisch. Ja, und jetzt, ich sag jetzt mal, sie kommt jetzt zum Beispiel an mit, ich muss jetzt nochmal auf dieses SM da zurückkommen. Ich wollte letzte Woche rausgehen mit Bekannten und da auf Verkehr ist und dann waren da auch Frauen drunter und dann kam sie auf einmal per SMS gleich in dieses Rollenspiel rein und sagte, pass mal auf, ich erlaube dir aber nur eine Stunde. Ne? Und weil ich dann, sag ich jetzt mal, noch gesagt habe, dann irgendwie, wieso nur eine Stunde oder so, da sagst du, pass auf, du darfst gar nicht. Ne? Und ich und du hast es mitgemacht? Idiot, mach dann auch noch mit. Obwohl es ganz normal deine Freizeit war? Ja. Und sie weit weg war? Ja. Und sie mit ihrem Mann vielleicht nett irgendwo auf der Couch sitzt und sich... Ja, aber sie fing dann mit diesem Rollenspiel an. Ne? Ralf, ich sag dir, zieh frühzeitig die Reißleine für dich, sonst gehst... Jetzt kommt sie am Wochenende, kam sie damit an und sagte, pass mal auf, für Wochenende besorgst du einen Keuschheitsgürtel. Für dich? Ja, klar. Dann sehe ich ja schon, worauf es hinausläuft. Dann
läuft nämlich Ralf in der nächsten Woche mit einem Kreuzscheißgürtel rum. Ja. Den es ja auch für Männer gibt. Ne? Ja, klar, weiß ich. Ja. Ich war heute schon ein Anpassen. Ne? So, jetzt, wenn es deine sexuelle Obsession ist, dann mach es. Wenn du aber dabei zu. Eigentlich will ich ja da raus. So, dann schmal. Du hast noch keinen gekauft, ne? Bitte? Du hast noch keinen gekauft, nur angepasst. Den habe ich nur anpassen lassen, ja. Du hast ihn anpassen lassen? Ja, ja. Das heißt, der wird für dich hergerichtet jetzt? Ja, ja, klar. Den kann ich hier Freitag oder Samstag abholen. Ja. Ist schweineteuer. Was kostet so ein Ding für einen Mann? Ja, der ist jetzt aus Leder. Also die aus Edelstahl, die kosten so um die 400 Euro. Und aus Leder? 250. Sie kam auch jetzt letzte Woche an und sagte, du lässt dir jetzt so einen Halsreifen. Es gibt da so Halsreifen mit vorne mit so einem Ring und so, mit der hinten abzuschließen ist und so weiter. Sie will auch so Spiele machen wie in der Diskothek. Also, dass man so, sie mir jetzt die Aufgabe gibt, pass auf, du hältst jetzt mein Glas hier fest ich kann es mir schon vorstellen. Ja, die ist scharf auf solche Spielchen. Ja. Deswegen eben noch was Praktisches zu diesem Keuschheitsgürtel fragen. Du hast den angepasst. Das heißt, du bist dann mit deinem besten Stück da vermessen worden. Ja. Und das beste Stück kommt dann in diese Lederumhüllung. Ja, genau. So dass man vorne Pipi-Kammer rausmacht. Ja, genau. Was ist, wenn du nachts eine Erektion bekommst? Habe ich Pech gehabt. Schmerzen. Also das ist nur angepasst auf den erschlafften Penis. Genau, genau. Und das ist so umpackt. Dass man da gar keine Freiheiten hätte, irgendwie den so an der Seite rauszunehmen oder sonst irgendwas, ne? Überhaupt nicht. Und hinten, und irgendwo ist ein Schloss, wo sie... Genau, den Schlüssel hat sie dann. Ja. Ne? Und dann, wenn sie, sage ich jetzt mal, meint, am Wochenende vorbeizukommen oder so, dann wird er geöffnet. Sitzt du da zappelnd am Fenster und hoffst, dass sie kommt. Genau. Also Ralf, ich meine, du bist ein absolut erwachsener Kerl. Ja, klar. Ne? Also wir müssen eigentlich gar nicht mehr weiter reden. Dir ist es auf der einen Seite rational so klar, dass du dich da immer weiter reinsinkst. Ja, ja, ja. Eigentlich musst du diesen komischen Keuschheitsgürtel abbestellen. Ja. Nicht eigentlich, du musst den abbestellen. Ja, sonst telefonieren wir in 3 Monaten und dann erzählst du mir die verrücktesten Sachen. Und du bist der völlige Sklave dieser Frau geworden. Ja. Und das hat mit deinem Leben nichts mehr zu tun, sondern nur eine seltsame, bizarre sexuelle Verbindung ist das. Ja. Und du bist unglücklich dabei und das darf nicht passieren. Ja, klar. Also mittlerweile sehe ich das auch schon so. Dass das alles so nach ihrer Fassung. Ich finde, es klingt nicht gut. Ich finde, wenn ihr beide richtig normalen Spaß hättet und das wäre also eben auf Augenhöhe, wäre das okay. Aber so ist das nicht okay. Ich finde es nicht in Ordnung. Naja, tu was. Ich verstehe aber auch den Partner nicht. Ja, ist völlig unwichtig. Es geht um dich. Ja. Es geht um dich. Ralf, alles ist gesagt. Ja. Handeln musst du. Ja, klar. Alles Gute. Danke. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht es mit Katrin. Stimmt das? Katrin, 30 Jahre? Ja, stimmt. Hallo Katrin. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um, wie soll ich das wissen? Mein Freund, der ist vor 4 Wochen verstorben an Krebs. Mhm. Wir haben einen gemeinsamen Sohn auch. Und ich komme einfach mit der Sache halt nicht klar. Habe es bis heute noch nicht realisiert, dass es wirklich so ist, dass er nicht mehr da ist. Kannst du irgendwie noch ein bisschen anders an das Telefon gehen? Das klingt sehr weit weg. Ja, wir versuchen es. Dein Freund ist vor 4 Wochen verstorben an Krebs. Hast du, wie alt war er? 25. Was für ein Krebs hatte er? Zuletzt hatte er verschiedene Krebssorten und jetzt zuletzt war es ein Tumor in der Lunge, dass es dazu kam. Mhm. Und ihr habt ein gemeinsames Kind? Ja. Wie alt ist das Kind? Eigentlich auch nur, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, wegen der Krebsgeschichte bekommen haben. Das heißt, das Kind ist noch relativ klein? 2,5. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? 5 Jahre. Mhm. Er hat sich aber Anfang des Jahres von mir getrennt, mit der Begründung, er möchte mir und den Kindern, weil ich habe noch 3 Kinder, mir und den Kindern das nicht zumuten. Und jetzt vermute ich wohl, dass er es gemerkt hat, dass es zu Ende ging. Das heißt, du hast die letzten Monate ihn gar nicht mehr gesehen? Doch, ich war trotz alledem mit seinen Eltern im Krankenhaus und so. Und habe auch weiter gekämpft, sicher. Er hat sich von dir getrennt. Mhm. Wolltest du die Trennung? Nein. Aber da wusstest du schon, dass er krank ist? Ja, er hat das schon 12 Jahre gehabt. So lange? Ja,
Das war immer mal wieder weg, dann mal wieder okay. Also als Jugendlicher hat er es quasi bekommen? Ja, mhm. Genau. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nee. Ich durfte dann nicht mehr, weil ich erkältet war, durfte ich nicht mehr, weil er auf der Intensivstation lag. Mhm. Und seine Eltern hatten mich dann halt nur angerufen. Mhm. Hast du denn in der letzten Phase seines Lebens, in den letzten Tagen vielleicht nochmal sehr ernst und intensiv mit ihm sprechen können? Überhaupt nicht. Wir haben also das war auch ganz plötzlich, ihm ging es das ganze Jahr soweit ganz gut. Mhm. War hin und wieder mal im Krankenhaus mit so Kleinigkeiten, wo dann auch wieder untersucht wurde, wie die Tumore stehen. Und das war dann am 10. August, rief er seine Mama an und sagte, dass er nicht kommt, dass er ein bisschen Fieber hat, ihm geht's nicht gut. Mhm. Und hat sich aber auch keiner bei was gedacht, weil es kam hin und wieder mal vor. Mhm. Ja, am nächsten Tag war er im Krankenhaus, konnte dann schon nicht mehr sprechen. Und einen Tag später, dann also am 12. August, haben sie ihn schon ins künstliche Koma gelegt. Ach so. Und eine Woche später ist er dann halt verstorben. Hm. Hm. Du hast ihn trotz eurer Trennung, die ja dann auch irgendwie nicht so eine richtige Trennung war, weil du warst ja dennoch in Kontakt mit ihm, ihn nach wie vor so geliebt wie vorher. Genau. Hm. Hast du denn diese Trennung verstehen können, dass er das so wollte? Einerseits ja, weil wir wirklich harte Zeiten durch haben und ich, wie gesagt, noch drei Kinder habe, die das dann auch schon so ein bisschen mitbekommen habe. Andererseits natürlich nicht, weil ich die ganzen Jahre auch mit ihm gekämpft habe. Die ganzen Chemotherapien haben wir zusammen gemacht. Wie gesagt, Hattest du denn dieser Trennung dann zugestimmt? Nein. Nein. Aber er hat gesagt, ich mache es trotzdem und ziehe mich erstmal zurück. Ja. Ihr hattet auch zusammen gewohnt vorher? Nee, haben wir nicht. Ach, habt ihr nicht? Nee, gerade halt wegen diesen vielen Chemotherapien, das wäre für die Kinder zu hart gewesen. Ja, und wie gesagt, der Kleine, das war dann halt auch eine künstliche Befruchtung, weil es von ihm auf normalen Wege nicht mehr ging. Durch die Chemotherapien halt. Und das bindet natürlich dann auch nochmal umso mehr. Also hat natürlich dieses Kind eine ganz besondere Bedeutung auch für dich, weil das Kind erlebt in dem Kind. Genau, weil du hast eigentlich diese Nabelschnurzellenanalyse da, diese Transplantation machen lassen. Mhm. Und das ging aber dann nicht, weil da kam wieder ein neuer Krebs dabei, wo keiner wusste, was das für eine Krebsart ist. Das wurde dann auch nach Yale, nach Amerika, in dieses Krebsforschungsstudio eingeschickt, wo aber keiner wusste, was es ist. Und daher haben die diese Transplantation nicht vorgenommen. Ja, und das ist natürlich dann auch was, womit man jetzt bei so einer Sache klarkommen muss. Hätte man es nicht versuchen können. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, während du erzählst, dass du relativ abgeklärt klingst. Aber das wird mir sehr verständlich, weil du ja die ganze Zeit, während du ihn gekannt hast, mit dieser schweren Erkrankung konfrontiert warst. Ja. Und diese Erkrankung in eurem Leben stand. Das hat halt so dazugehört. Das hat dazugehört und auch der Gedanke des Todes und des Sterbens war ja eigentlich dann euer ständiger Begleiter. Damit haben wir uns eigentlich nicht so, das haben wir immer so von uns weggeschoben. Aber so, ja, vielleicht hat man es nicht im Hinterkopf, ja, irgendwie ist man dann doch vielleicht vorbereiteter, wenn so etwas passiert, als wenn jemand mit 25 dann ganz plötzlich stirbt und er vorher ganz gesund war. Und das stimmt schon. Wie ist denn dein Gefühl? Wie würdest du denn dein Gefühl heute so erklären nach 4 Wochen, nachdem er verstorben ist? Und ich habe es noch nicht für wahrgenommen, dass er wirklich nicht mehr da ist. Man glaubt das dann noch gar nicht? Nee, auch so, wenn der Telefon klingelt oder an der Tür klingelt, erstens der kleine rennt zur Tür, der Papa kommt. Natürlich schwer, ihm das zu erklären mit 2,5. Und auch selber denkt man das noch, ach, jetzt kommt er. Wie trauerst du? Gehst du viel zum Friedhof zum Beispiel? Ja. Und bin auch oft bei seinen Eltern. Also wir haben ganz, ganz engen Kontakt jetzt. Auch wegen dem Kleinen, weil das war der einzigste Sohn. Und natürlich das einzigste Enkelkind. Und ich denke, die brauchen den Kleinen jetzt auch ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, ich brauche die Eltern jetzt auch ganz sehr. Ist es für dich in all dem Unglück und all dem Leid, was du erlebt hast und was du begleitet hast auch in den Jahren, schon ein Trost, dass ihr ein gemeinsames Kind habt? Ja. Ja, doch. Mhm. Für ihn sicherlich auch, als er wusste, also ich meine, er wird es ja schon irgendwie gewittert haben, wie ernst es ist. Oder meinst du nicht? Doch. Doch. Er ist
seine Mama sagte mir auch, dass er sich ganz anders verabschiedet hatte, wenn sie in Besuchung war. Wie war deine letzte Begegnung mit ihm, als er noch wach war? Da hatte ich es gar nicht mitgekriegt. Er kam ins Krankenhaus und wurde dann nächsten Tag schon ins Koma gelegt. Ach so. Ich habe ihn dann die letzten Tage nur noch im Koma gesehen. Das heißt, das letzte Mal lebendig und normal hast du ihn zu Hause erlebt? Ja. Ja. Genau. Hatte er, auch wenn er nicht sehr viel darüber gesprochen hat oder ihr nicht darüber gesprochen habt, hat er irgendwelche Wünsche mal geäußert, was sein sollte, wenn er nicht mehr ist? Ja, der Kontakt zu seinen Eltern mit dem Kleinen, das war ihm ganz, ganz wichtig. Ich finde es ja. Hat er auch mit seinen Eltern gesprochen, hatte ich sie jetzt noch nicht gefragt, weil auf dem Tag der Beerdigung sagte sein Papa dann zu mir: Mach dir keine Sorgen, den Kleinen, den kriegen wir groß, ich habe es dem Peter versprochen. Und daher denke ich, dass die darüber gesprochen haben. Ich finde das toll, dass du so einen engen Kontakt zu den Schwiegereltern hast, zu den Eltern von ihm hast. Ja, ist ja auch Oma und Opa von dem Kleinen, ich denke, das sollte schon sein. Ja, ich glaube, dass dir das auch hilft in der Trauer. Ja. Weil du, die beiden Menschen trauern ja genauso wie du. Oh ja. Und ihr müsst euch nichts vormachen. Ihr wisst genau, was in euch los ist, wenn ihr euch seht. Der intensive Kontakt jetzt zu den Großeltern, der kam jetzt halt auch erst durch den Tod. Vorher war das so ein ganz normaler Großeltern-Enkel-Kontakt, sag ich mal. Und dann wie absurd. Dann ist der kleine Stöpsel dazwischen, der macht Späße und er verbindet alle wieder miteinander. Okay, dann ist auch eine ganz andere Situation, das habe ich auch gemerkt. Wenn ich mit dem Kleinen jetzt da bin, man kommt rein, Stimmung getrübt, kaum ist der Kleine da. Schaut das ganz anders aus. Ja, auch das ist ein Trost auch für seine Eltern. Ein großer Trost. Ja. Das war auch schwer, dem Kleinen beizubringen, ne? Das ist logisch, weil gerade wenn wir bei den Großeltern sind, ist er auch immer der Meinung, der Papa kommt. Zweieinhalb ist er, sagst du. Was sagst du ihm denn? Irgendwas musst du ihm doch sagen. Wenn er immer nach, ich habe zwei Tage nachdem ich erfahren hatte, dass er tot ist, habe ich ihm so ein kleines Engelchen gegeben. Und wenn er dann immer nach dem Papa gefragt hat, habe ich ihm gesagt, guck mal, der Papa ist bei den Engeln, da ist du dein Engelchen. Er hat das vermute ich verstanden. Ist natürlich schwer, jetzt da genau was zu sagen bei so einem kleinen Kind. Weil immer, wenn er jetzt so am Spielen ist oder auch abends, wenn er ins Bett geht, er nimmt immer seinen Engel und sagt, das ist der Papa-Engel oder zeigt den anderen. Ja, so wird er jetzt aufwachsen. Das wird für ihn jetzt noch... Deswegen habe ich ihm das jetzt auch von Anfang an erklärt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man später nicht mal in Erklärungsnot kommt. Genau, Auch wenn viele so von Freunden gesagt haben, ich wäre doof, weil ich hatte das Kind auch auf der Beerdigung mit. Er hat auch den offenen Sarg noch gesehen, was ich selber nicht konnte. Hat den offenen Sarg gesehen? Ja, er ist gebürtiger Russe und die haben eine ganz andere Religion, bei denen ist das normal. Und das war von mir eigentlich so mehr oder weniger eine Kurzschlussreaktion. Der Papa sagte zu mir, komm mal eben rein und schau mal. Und ich gehe da rein, ich sah das Bild und habe natürlich einen absoluten Heulanfall gekriegt. Und habe nur noch in so einer Reaktion das Kind der Oma in die Hand gegeben und bin raus. Und habe nicht drüber nachgedacht, was geht jetzt eigentlich in meinem Kind vor. Ja, das heißt, der Kleine hat den toten Papa gesehen. Ja, aber er hat die ganze Zeit gesagt, der Papa schläft. Also. Und daher mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen. Ja, genau. Ich denke, das war schon völlig in Ordnung. Ja, ja, so kann man es auch erklären. Und der Papa war auch ein guter Halt für die Großeltern im Moment. Ja. Ja, das ist ja gut weggesteckt. Du sagst, du hast noch zwei andere Kinder. Drei andere Kinder. Da musst du aber sehr stark sein im Moment. Oh ja. Du hast den Kleinen, du hast den Todes. Die drei anderen sind größer. Die tun ihn natürlich jetzt extrem verhätscheln und bemuttern. Und verstehen das halt nicht, wenn ich sage, geht mit dem Sebastian ganz normal um. Wie alt sind denn die anderen Kinder? Ja, die älteste ist 11, dann 9 und 6. Die wissen natürlich auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ist logisch. Ich denke, die wissen auch noch gar nicht wirklich, was Tod bedeutet. Ja. Aber merken, dass sie halt jetzt für ihren Bruder ganz doll da sein müssen, aber übertreiben es halt in der Art ein bisschen. Also ich finde, in all der Traurigkeit, das Tröstliche, wie gesagt, dass du dein Kind hast, dass du deine Kinder hast, aber dass du auch das Kind hast, was sich mit deinem Freund verbindet, dass die Eltern da sind und ihr so einen guten Kontakt habt.
Gibt es sonst noch Leute, mit denen du auch über... Gar nicht. Meine Verwandtschaft, also meine ganze Familie wohnt in Dresden. Also weit weg von dir? Ja, 700 Kilometer. Ah, ja. Ganz allein auf mich und die Kinder hergestellt. Daher auch dein Anruf hier. Ja, genau, weil ich wusste jetzt überhaupt nicht weiter. Ich habe jetzt die ganze Woche schon überlegt, rufe ich an. Dann würde ich dir gerne von meiner Psychologin ein paar Tipps geben lassen, Katrin. Was du vielleicht, denn du hast ja auch ein sehr belastendes Leben, wenn du da so viele Kinder um dich herum hast. Das muss ja alles gemanagt werden auch. Ja. Und kann ja auch nicht immer nur stark sein. Und das stimmt. Dass du eine Stütze hast und deinen. Ich merke auch selber, jetzt, durch die vier Kinder ist man natürlich schon ganz schön stark, aber jetzt merke ich selber, dass ich wirklich an den Grenzen angekommen bin. Das glaube ich ja. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Und dann wird sie dir einige Ratschläge geben, an wen du dich wenden kannst und wo du auch dann kontinuierliche Hilfe in der nächsten Zeit bekommen kannst. Super. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen oder viel Kraft. Dankeschön. Und wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt dieses Telefongespräch. Vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch über besondere Telefonate sprechen, besondere Telefongespräche sprechen, die ihr mal geführt habt. Was ist in diesen Telefongesprächen gesagt worden? An schlimmem, an traurigen, dramatischem, vielleicht auch verrückten oder auch abgefahren. Vielleicht ist euch eine Todesnachricht übermittelt worden oder eine Trennung oder vielleicht ging es um einen Lottogewinn, eine Erbschaft oder was auch immer. Also wenn euch ein Telefongespräch besonders in Erinnerung ist und ihr mir darüber gerne morgen erzählen wollt, dann meldet euch per Mail oder ruft an über die bekannte Telefonnummer. Ab 0 Uhr morgen sind wir ja erreichbar. Sabine ist hier und Sabine ist 35. Hallo Sabine. Hallo. Sabine, um was geht's bei dir? Naja, ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Fangen wir irgendwo an. Fangen wir mal ganz früh an. Ich war 15. Und habe einen Mann kennengelernt. Damals war er noch verheiratet. Und wie alt war der da? Er war, 23. Ja. War verheiratet. Und bin heute noch mit ihm zusammen. Oh. Ja, habe auch ein Kind von ihm. Und er hat sich letztes Jahr erst getrennt. Jetzt leben wir zusammen. Also er hatte sich getrennt und jetzt seid ihr wieder zusammen. Er hat sich von seiner Frau getrennt. Ach so, er hat... 20 Jahren. Ach, das heißt, ihr habt fast 20 Jahre wart ihr zusammen? Ja, wir waren 20 Jahre zusammen. Und genau. Er hatte währenddessen noch seine Frau? Und ein Kind, ja. Und ein Kind. Und wusste die Frau, dass es dich gibt? Ja, natürlich. Hat er bei der Frau gelebt oder bei dir? Nee, bei der Frau. Bei der Frau. Mhm. Und wann und wie, wann kam er zu dir? Bevor wir zusammengezogen sind, letztes Jahr. Ja, wie war das dann, während er dann noch bei seiner Frau gelebt hat? Er war jeden Abend bei mir. Er war jeden Abend bei dir? Jeden Abend. Warum hat er sich von seiner Frau nicht getrennt? Grund zu Anfangs war das Kind. Und schätze ich mal nicht nur das Kind. Gut, man hat es gemerkt, auch das Umfeld hat gesehen, er hat mich geliebt. Also ich bin mit ihm in die Öffentlichkeit gegangen. Viele kannten seine Frau und sein Kind gar nicht. Nur meine Familie war sehr dagegen, haben ihn auch nicht akzeptiert bis letztes Jahr, als wir überhaupt zusammengezogen sind. Das heißt, das ist dein allererster Mann überhaupt? Mein letzter wahrscheinlich. Naja, du bist ja erstmal 35. Reden wir mal über die Jetztzeit. Ja, und jetzt merke ich, dass es nicht das Wahre ist. Und somit ist die Formulierung gerade schon ein bisschen in Frage gestellt, von wegen der Letzte. Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie verklemmt, aber ich könnte mir das gar nicht vorstellen mit irgendeinem anderen. Also. Woran merkst du denn nach 20, das ist ja wirklich eine irre lange Zeit, wenn man mit 15 sich bindet und ist mit 35 noch zusammen. Ja. Also für heutige Verhältnisse finde ich das wahnsinnig lang und ungewöhnlich. 20 Jahre mit demselben Mann und quasi eine Jugendliebe. Ja. So, woran merkst du das jetzt, dass es nicht das Wahre ist? Wie soll ich dir das erklären? Manchmal fühle ich mich von ihm nicht im Stich gelassen, so beiseite geschoben oder es ist nicht mehr das, was es mal war.
Also ist so eine Ermüdungserscheinung in der ganzen Sache. Der Alltag. Ja. Habt ihr denn eigentlich auch Kinder? Ja, der ist 17. Der ist 17 schon? Mhm. Mhm. Ist er zärtlich noch zu dir? Ja, sehr. Sehr? Das ja. Und sexuell klappt es auch gut? Ja, ja. Mhm. Und ein anderes Problem, ich bin jetzt wieder schwanger. Mhm. Möchte das Kind vielleicht auf eine Art und Weise doch behalten, aber auch nicht. Weil ich habe irgendwie vor, mich eher von ihm zu trennen. Mhm. Nur irgendwo tut er mir leid. Warum? Weil so gesehen stand er irgendwo trotz all dem die ganzen Jahre zu mir. Ja, aber auch nicht richtig. Auch nicht richtig, ja, da hast du schon recht. Mhm. Also, das war gerade mein erster Gedanke. 20 Jahre, fast 20 Jahre, so ein Nebenverhältnis laufen zu haben und nicht zu wissen, auf welcher Hochzeit man nun wirklich sitzt, ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Ja, es ist schon heftig. Und das wollte ich nämlich auch sagen. Natürlich war das mein großer Wunsch damals, wo ich noch jung war, wo ich schwanger geworden bin und wo ich das Kind vor allem, ich habe meine Schwangerschaft ja erstmal 7 Monate verheimlicht, das wusste ja kein Mensch. Mhm. Und irgendwann nach 2-3 Jahren ist dann der Traum geplatzt, da hatte ich den Verlangen gar nicht mehr, das Verlangen, dass er überhaupt mein Mann oder mein fester Partner wird. Ich habe mich an diese Situation richtig dran gewöhnt. Mhm. Also es ist für mich irgendwie neu, mich da anzupassen. Mhm. Das ist schwierig. Jetzt frage ich dich, wenn die ganze Sache eh schon so unsicher ist, wieso bist du dann nochmal schwanger geworden? Naja, dass ich sage, ein Unfall war es nicht, sondern es war, wie soll ich dir sagen, war beim Frauenarzt, dann musste ich die Spirale erstmal rausnehmen. Mhm. Und dann wollte ich erstmal 3 Monate Pause machen. Mhm. Ja, und dann ist es passiert. Mhm. 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 Aber die Hauptfrage ist, oder koppelst du das aneinander? Bekomme ich das Kind, bleibe ich mit ihm zusammen? Oder ist die, ja. Ja. Mhm. Du könntest ja auch das Kind bekommen und nicht mit ihm zusammenbleiben. Das könnte ich auch, aber ob er mich dann in Ruhe lässt, das ist die zweite Frage. Was könnte er tun? Naja, ich habe schon mal versucht, ihn zu verlassen vor 10 Jahren. Und er ist mir nachgereist und hat mich überall gesucht und ausfindig gemacht. Und wurde er zudringlich? Nein. Sehr lästig oder einfach nur... Lästig, ja. Lästig. Mhm. Aber nicht gewalttätig oder irgendwas? Nein. Ja, die wirklich allereinfachste Frage, liebst du ihn denn noch? Ja, lieben tue ich ihn noch. Wenn ich so richtig tief überlege, so tief in meinem Inneren grabe, doch da empfinde ich noch was für ihn. Naja, da, nicht mehr so stark. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch, jetzt ist ja schon das Noch, ich empfinde noch was ja, für ihn. Ja, nicht mehr so stark, aber da ist noch was. Mhm. Ich fände es auch völlig nachvollziehbar, wenn du sagst, du bist ja noch eine junge Frau von 35 Jahren, dass du sagst, Mensch, ich habe bisher eigentlich relativ eindimensionale Erfahrungen gemacht. Ja, habe ich auch. Ja, dass da so ein Wunsch ist, fände ich auch normal. Vor allen Dingen, wenn das auch noch begleitet wird damit, dass du sagst, ich liebe ihn nicht mehr so wie früher. Dass du andere Dinge noch im Leben erleben möchtest. Ja. Das finde ich nachvollziehbar. Und wenn das schon so sehr in dir rumort, sage ich mal, dass du das so ausdrückst und das mir hier sogar erzählst, ist das ja schon sehr ernst zu nehmen. Dass deine Unzufriedenheit, dass die Unzufriedenheit wächst. Ja, sehr groß ist irgendwo. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich auch so von Halbjahr zu Halbjahr größer wird. Schätze ich auch mal, ja. Ich habe auch mal gedacht, es wird besser. Und dann wird es mal wieder besser. Und dann bin ich irgendwie wieder unzufrieden. Mhm. Und dann stört mich jede Kleinigkeit. Mhm. Wie wäre das denn so rein praktisch, wenn du dein Kind bekommst? Könntest du das auch alleine schaffen? Ja, natürlich. Ich habe es damals geschafft, wo ich 17 war. Ja, ich meine auch so finanziell und organisatorisch, ja, das geht. Das geht. Klar, das andere Kind ist ja nun aus dem Gröbsten raus mit 17 Jahren. Ja. Da kann ja nicht mehr viel passieren. Nee. Ja, Sabine, also ohne die Details jetzt noch eingehender zu hören, klingt das für mich wirklich schon so, als wärst du auf dem Abflug. Ja, natürlich auch. Innerlich ja, wenn man das so schon ausdrückt und also und dann ist das für dich natürlich eine Revolution wahrscheinlich in deinem Leben, wenn du was ganz anderes erlebst, wenn du vielleicht sogar dich in einen anderen Mann richtig verliebst irgendwann. Na, daran glaube ich nicht. Ja, das ist auch klar, dass du dir das jetzt noch nicht vorstellen kannst.
Aber das könnte ja schon, es muss ja eins nach dem anderen passieren. Ja. Wenn du erstmal innerlich für dich entschieden hast, wenn du für dich entschieden hast, dass du dich von ihm trennen möchtest, ist das schon mal ein Riesenschritt. So, und wenn das verarbeitet ist, dann kommen ja ganz neue Zeiten auf dich zu, über die du jetzt auch gar nicht so nachdenken kannst. Genau. Ja. Wenn das Gefühl so in dir ist, dann mach es, dann geh dem nach. Das ist dein Leben, was vor dir liegt. Das ist deine Zeit. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Ja, und mach es. Alles klar. Meine Liebe, unsere Sendung ist vorbei. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Und morgen heißt unser Thema: dieses Telefongespräch vergesse ich nie. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr der Fernseher.